Ja, ich grüße euch. Sagenhaft, sagenhaft, sagenhaft. Heute geht es um die NIO-Aktie. Die NIO-Aktie, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, war mir persönlich noch kein Begriff bis vor wenigen Monaten, denn ich auch grundsätzlich nicht so sehr mit asiatischen bzw. chinesischen Aktien mich beschäftigt habe in der Vergangenheit. Und weil für mich das immer so ein bisschen so eine Blackbox war dort. Aber man muss eines dazu sagen, dieses Land China hat sich rasant entwickelt, insbesondere innerhalb der letzten 3 bis 4, 5 Jahre. Und ganz besonders so einen richtigen Boom dort in der Elektromobilität hat es nochmal gegeben, als dieser weltweite Dieselskandal war, der ja auch so ein bisschen shady war, weil letztendlich wieder alle auf Deutschland eingeprügelt haben, ja. Und wir dann selbst, abgesehen davon, dass alle anderen auf uns eingeprügelt haben, wir dann auch noch auf uns selbst eingeprügelt haben und am allermeisten, ja, es ist mal wieder so ein typisch deutsches Phänomen, ja, also so ein bisschen Sadomaso-mäßig. Ja, die weltweit größte Sadomaso-Szene ist, glaube ich, auch in Deutschland, aber gut, das ist vielleicht mal ein Thema für sich. Ja, so ein bisschen. Wie soll ich sagen, mangelndes Selbstbewusstsein und letztendlich jetzt auch die neuesten Dieselmotoren sind ja nachweislich richtig geile Engines. Aber niemand außer der Japaner eventuell noch hat jemals es geschafft, auch nur annähernd diese Motoren herzustellen, wie wir sie tun. Und dann hat man einfach mal entschieden, auf Deutschland draufzuhauen und hier einen Cut zu machen. Und ich war da auch persönlich von betroffen. Das war so 2000, Herbst 2018. Und das sind also sozusagen meine Kunden rein, weil sie umgekippt, ja, die auch indirekt von oder direkt sozusagen Unternehmensberater waren in der Automotive-Branche und so weiter. Da war plötzlich Budgetstopp, Budgetstau auf unbegrenzte Zeit und da musste ich mich auch verändern. Von daher weiß ich es immer sehr gut und NIO ist sozusagen einer der klassischen, wie soll ich sagen, Werte, die. Darauf könnte ich einen Wetten, darauf würde ich 100 € verwetten. Die allerwenigsten in Deutschland oder überhaupt ja, so Hobby-Investoren, alles Mögliche von dem Wert überhaupt wissen. Ja? Und das sind 3 Buchstaben, wieder mal so typisch. Ja? Genau sowas wie, keine Ahnung, Tencent oder sowas. Ja? Das hat ja einfach keine Bedeutung für uns hier, weil hier einfach kein NIO-Auto rumfährt und auch kein Tencent, niemand Tencent benutzt. Ja? Wenn ich jetzt mit einem deutschen Kollegen oder am Stammtisch mit jemandem mich unterhalte, der von Aktien überhaupt null Ahnung oder Interesse hat, ja, aber ich rede mit ihm über Facebook und Google, dann weiß er auch, was Facebook und Google ist, ja. Aber wenn ich mit ihm über NIO und Tencent rede oder Alibaba, dann weiß er wahrscheinlich, hat er nie gehört, ja. Und das ist halt so, dass abgesehen davon ist es halt so, dass die, abgesehen davon, dass das ist relativ unbekanntes bei uns, sind die, sagen wir mal, gefühlt fünf, also gefühlt Lichtjahre voraus der deutschen Automotive-Industrie. Ja? Und also nur mal ein kurzes Beispiel, die haben sogenannte künstliche Intelligenz, in Anführungsstrichen, die gefühlt 5 bis 10 Jahre der deutschen halt im Voraus ist, der deutschen Automotive-Industrie. Sprich, die haben Batterienlaufzeiten von über 1000 Kilometern bereits. Ja? Und bei uns irgendwo, der VW und Audi und so weiter, ja, die machen da groß Werbung, weil sie jetzt den ersten Elektromotor getriebenen Passat haben, ja, der schafft über 400 Kilometer Laufleistung und so weiter. Ja? Also die sind einfach Unmengen voraus. Und das Einzige, was natürlich hier der Fall ist, weil ja immer die Börse alles vorausnimmt, dass die Aktie eben schon so teuer war. Ja, die letzten Wochen, Monate, also ich habe von der Aktie, sagen wir mal, das erste Mal gehört, da war sie schon mindestens 20 € und da habe ich mir schon gedacht, ja, also der Anstieg irgendwie von 0 auf 20, mehr oder weniger, ja, innerhalb von einem Jahr oder so. Steigst jetzt mal nicht mehr ein, ja, weil ja, und ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie sozusagen den fetten Rücksetzer auszusetzen, ja, und jetzt aber natürlich
habe ich mir gedacht, im Zuge dessen, dass sich sozusagen auch dieser rasante Anstieg hier ein bisschen konsolidiert hat. Also wir haben hier so, wir können, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier so ein paar, ja, so ein paar Hilfslinien, die also schon immer auch ihren Sinn ergeben, Indikatoren, was man hier, sagen wir mal, den hier, ich mag immer den 200er mal recht gern, so auf Jahresbasis. Also sagen wir, okay, wir sind jetzt hier irgendwo bei 30 oder so, hätten wir jetzt einen 200er Durchschnitt. Ja, und jetzt sind wir schon mal zurückgegangen, sagen wir mal, von 60 auf 40. Ja, also sagen wir mal, ein schönes Drittel. Und eventuell noch mal bis 30, ja, sowas, ja. Und da habe ich mir mal erlaubt, so ganz kleine Beträge, Abstauberlimits zu setzen bei 38 Dollar. Oder was ist das jetzt? Dollar, ja. 38 Dollar und bei 40 Dollar. Und sie sind natürlich beide ausgelöst worden letzte Woche. Und ich bin damit äußerst zufrieden. Warum habe ich die dort gesetzt? Naja, weil meiner Meinung nach hier einfach zwei Widerstände sind. Hier bei 40 und ja, und hier sozusagen der Ausbruch hier auf eine gewisse Ebene, hier auch bei 40. Und so habe ich mir gedacht, okay, so auf einen Euro hin oder her, das sind ja nur ein paar Stücke, also wirklich nur ganz kleine Beträge von ja, paar Euro eben, ja. Und dann ist es ja so, dass man bei den Systemen immer nur Abstauberlimits bis zum gewissen Grenze setzen kann. Ja, also vom aktuellen Kurs minus, ich glaube, 20%, und dann verbietet einem das System ja, Abstauberlimits zu setzen. Und das heißt, wenn jetzt sozusagen meine Abstauberlimits erreicht wurden bei 38 und 40 Dollar, so wie jetzt gerade, dann kannst du auf dem Niveau wieder weitere Abstauberlimits setzen erst, ja. Und diese sitzen dann halt wieder irgendwie 20% drunter oder sowas. Also ich glaube bei ungefähr 32 oder sowas. Also so um die 30 habe ich jetzt nochmal zwei Abstauberlimits. Ich glaube 30, 32, 33 oder 31 oder irgendwie sowas. Und dann, wenn wir jetzt darunter krachen, ist meiner Meinung nach die nächste Unterstützung hier bei um die 20 Dollar. Ja. Und wenn wir dann bei 30 angekommen wären, würde ich bei 20 nochmal etwas höhere Beträge und nochmal zwei Limits reinsetzen, sodass ich dann insgesamt, ja, sagen wir mal so, ja, den Betrag dann habe, den ich mir halt so vorstellen. Ja, ich sage jetzt mal keine absoluten Zahlen. Ja. Und so, das ist meine Strategie hier. Ja, ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Oder ob du auch so ähnliche Strategien mit Abstauberlimits fährst bei Aktien, die zum einen A sehr volatil sind, B sehr heiß gelaufen sind, also C auch, ich sag mal, in der Technologie, die jetzt aktuell sehr gehypt worden ist, die aber D extremst lange, also sagen wir mal, eine lange Halbwertzeit haben wird. Ja, da glaube ich, zweifelt jetzt niemand mehr daran, dass die Elektromobilität und überhaupt chinesische Autobauer im Zuge der Elektromobilität, ja, weil Verbrennermotoren haben sie nie hingekriegt, aber Verbrenner Elektromobilität, Elektromotoren sind sie halt ein Vielfaches voraus. Warum? Weil, nochmal zur Wiederholung, bei NIO, auch bei Tesla, warum ist Tesla so erfolgreich? Ein Elektrofahrzeug oder ein Autobauer, Automobilbauer der Elektromobilitätsbranche, ja, ist mehr ein Softwareunternehmen, also das ist sozusagen meine Branche, als wie alles andere. Ich habe damals angefangen, Industriekaufmann in der Automotive-Industrie, aber dann schon nach wenigen Jahren habe ich mich dazu entschieden, noch IT zu studieren. Ja, und deswegen ist es für mich so auch meine Welt ein bisschen alles. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir in Deutschland auch noch was hinkriegen. Und meiner Meinung nach, es gibt viele Meinungen, aber für mich, die drei großen Autobauer, die noch so sozusagen irgendwie von Relevanz sind. Also der VW-Konzern mit Lamborghini, Audi und so weiter, BMW und Daimler-Benz. Meiner Meinung nach, ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, BMW hat das Zeitliche gesegnet für mich. Und das fing damals schon an, als denen die gesamte Abteilung abgehauen sind nach China und haben dort ihr eigenes Startup gegründet.
Weil BMW hatte damals das erste Elektroauto, diese komische Schorsttrommel da, die ausschaut wie ein hingeschissener Hasenpfurz. Ja. Und würde ich sowas würde ich nie kaufen. Erst letztens habe ich wieder einen stehen sehen und wegfahren sehen. Ich bin das Ding auch schon mal gefahren. Es fährt sich sehr gut, aber von außen eine Katastrophe. Insgesamt BMW war ich noch nie ein großer Fan, obwohl ich Münchner bin. Ja. Aber für mich ist die Nummer durch mit BMW. Dann VW hat noch eine kleine Chance. Und Daimler-Benz ist meiner Meinung nach darauf, ist auf Partnerschaften, strategische Partnerschaften. Wenn Daimler-Benz in 10 Jahren noch vorhat zu existieren, nur über Partnerschaften. Beziehungsweise eventuell eine Komplettübernahme durch Tesla. Es ist ja jetzt schon so, dass viele ja, Teile der aktuellen Elektrofahrzeuge oder der geplanten Elektrofahrzeuge bei Daimler-Benz schon bereits von Tesla kommen, beziehungsweise von der Fabrik aus Berlin dann wahrscheinlich produziert werden. Und dann ist es so, dass die jetzt eine strategische, im Lastwagenbereich, strategische Partnerschaft mit Volvo angehen. Ja, das würde sich dann wieder, sagen wir mal, wieder ein paar Jahre sozusagen wieder absichern, dass sie nicht untergehen, weil sie dann eben Marktdominanz haben weltweit im Lastwagenbereich, aber was sozusagen die typischen Limousinen und das alles. Natürlich gibt es dann noch Bundeswehr und für die Rüstung und so. Also die bauen ja auch alle möglichen tollen Fahrzeuge noch, aber so dieses, was wir kennen als Endverbraucher, ja, die S-Klasse und das CLA und so weiter. In Mercedes-Benz als solches muss schauen, dass es sich wirklich was überlegt. Ansonsten ist meiner Meinung nach in 10, spätestens in 20 Jahren wird es wahrscheinlich Daimler-Benz nicht mehr viel davon übrig sein. Denn ganz einfach so, weil in 15, 20 Jahren wahrscheinlich kein Mensch mehr, vielleicht sogar gesetzlich bedingt, irgendwas anderes kaufen wird oder darf als wie Elektrofahrzeuge, Endverbraucher. Und da wird es dann einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und von der Laufzeit der Batterien und alles, was dazugehört, einfach keine Wettbewerbsfähigkeit mehr gegenüber hin zu dem Endverbraucher geben. Auch was die Warteliste betrifft, kaufen, Konfiguration online, ja, wie schnell kannst du. Wie lange dauert es, dass du einen Mercedes dir konfigurierst und bestellst? Hast eine Wartezeit von einem Jahr oder irgendwie sowas. Ja? Bei Tesla geht es halt innerhalb von Wochen und so weiter. Also, viele, viele Themen und eine Aktie, die NIO-Aktie hier, die ich ja sozusagen ein bisschen mal mich eingekauft habe. Jetzt, ihr seht schon auch von anderen Videos, die ich zuvor gemacht habe und weitere Videos, die ich noch planen werde und noch drehen werde. Ich gehe jetzt auch mit meinen ganzen so Abstauberkäufen und ein paar Sparplänen und so weiter tendenziell immer mehr in die Richtung auch chinesischer Markt, ja, und so. Und da wird noch einiges auf meinem Kanal veröffentlicht werden. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid, wieder reinschaut, wenn es heißt, dein Thomas Klein vom Mission Millionär. Und danke dir fürs Zuhören. Tschüss.